Nach der Nachtweide kommen die 50 Milchkühe der Hubers über ein paar Treppenstufen zurück in den Stall. Einen 10 Jahre alten Holzbau. Die Umstellung auf Bio mit frischem Futter von der eigenen Weide war nur ein Grund für den Neubau. Die Familie Huber hat in die Zukunft investiert. Der Sohn will den Hof weiterführen, auch wegen des modernen Stalls. Hier herrschen angenehme Temperaturen, sogar wenn die Sonne herunterbrennt, wie so oft in den letzten Wochen. Ich war überrascht, dass das, wie man da runterkommt und unter die Hülle da reingeht, dass durch diese Querlüftung und aber auch durch das so hinterlüftete Dach, das so gut funktioniert, dass die Hitze da nicht reinkommt. Dass man halt gefühlt wirklich also so 4-5 Grad irgendwie kühler ist wie draußen. Südlage in Sonnenham, eine Herausforderung. Vordächer für möglichst viel Schatten, ein sehr flaches Dach mit speziellen Ziegeln, ein Lüftungsschlitz. Damit hält sich der Bau gut in heißen Zeiten. Man merkt schon, das sind jetzt viele heiße Sommer in Folge. Also nicht gerade, dass Futter knapper wird. Das war auch eine Überraschung, dass tatsächlich dieses Vorhergesagte und das, was ich da in Amerika damals erlebt habe, diese hohen Temperaturen, dass die auch bei uns jetzt da sind. Martin Huber hat länger geplant als gebaut. Er hat sich in den USA umgeschaut, in der Schweiz, hat Seminare besucht und einen Berater gefunden, der ihm geholfen hat, seinen Traumstall zu verwirklichen. Stefan, grüß dich. Stefan Bauer, Zimmerer und Architekt, berät sich oft mit dem Landwirt auf der Suche nach der perfekten Konstruktion. Gemeinsam geben sie nun anderen Bauern Tipps beim Kampf gegen die Hitze. Drei goldene Regeln nennt der Experte. Erstens die Lüftungsschlitze, damit die feuchte Luft entweichen kann. Der zweite Punkt ist natürlich die Form vom Gebäude als solches. Wenn der Stall weniger als 20 Meter Breite hat, wie man hier zum Beispiel sieht, der Stall hat 16 Meter Breite, dann hat man automatisch einen guten Luftwechsel und eine niedrigere Luftfeuchtigkeit. Und der dritte wichtige Punkt, wie man in dem Architekturmodell sieht, ist, dass man den ganzen massiven Block, die Melktechnik, das Melkhaus rausnimmt und somit sicherstellt, dass sich die Luft in dem Stall bewegen kann. So. Gehen wir rein. Auf geht's, Mädels. Ja, komm, gehen wir zum Melher. Martin Huber Junior holt früh am Morgen die Kühe von der Nachtweide. Eine wichtige Strategie, um die Tiere kühl zu halten. Der Jungbauer schaut mit Sorge auf häufige Wetterextreme. Aber ich darf auf alle Fälle sagen, dass der Papa schon mal eine sehr gute Vorarbeit geleistet hat mit dem Herrn Bauer. Ich muss sagen, der Stall ist tatsächlich gefühlt und tatsächlich für die Menschen und für die Tiere angenehmer. Durch das, dass er die hundertprozentige Beschattung aufweist und einfach auch der Durchzug und die Belüftung in dem Stall sehr gut haben. Und das Konzept insgesamt sehr schlüssig und sehr durchdacht ist. Gar nicht weit entfernt, in Pfaffing am Irschenberg, steht seit 1,5 Jahren ein Stall, der auf andere Art versucht zu isolieren. Mit einer 12 cm dicken Granulatschicht, auf der Bienenweide wächst. Wenn es genug regnet jedenfalls. Die Stadlers haben vier Buben, die im Stall mit anpacken. Da wird wohl einer dabei sein, der den Hof weiterführt. Auch deswegen hat das Ehepaar 700.000 Euro in die Hände genommen und sich gut überlegt, welches Dach das Beste für ihre 70 Kühe ist. Darum haben wir auf das Gründach gekommen, weil es einfach im Sommer einen brutal kühlen Effekt hat. 22 Meter breit mit einer großzügigen Öffnung in der Mitte. Das kühlt, hilft aber nicht bei Wassermangel. Ja, gerade so wie heuer ist es halt schon extrem, wenn es im Juni schon so brutal trocken ist. Und 5 Wochen hat es halt bei uns 11 Liter geringt. Das ist halt nicht ganz viel. Ja, schaut man schon ein bisschen sorgenreich in die Zukunft, muss man schon sagen. Ja. Gegen Sonnenstrahlen aber fühlen sich die Stadlers mit dem Erddach gut geschützt. Freilich, wenn es so wie jetzt im Sommer ist die für die Kühe natürlich schon anstrengend. Aber nein, ich glaube, dass wir da ganz gut gerüstet haben und für die Kühe das ganz gut gelöst haben eigentlich da mit unserem Stall. Laut Klimaprognosen werden die Hitzetage in Bayern zunehmen. Ein Szenario, auf das sich Landwirte schon jetzt vorbereiten können.
Halt, stopp, noch nicht weiterklicken. Ich habe noch einen Tipp für euch. Wahrscheinlich wissen es die meisten, aber vielleicht hat es auch die eine oder der andere noch nicht gemacht. Man kann unseren YouTube-Kanal natürlich auch abonnieren. Und noch ein Tipp, die ARD-Mediathek. Da gibt es jede Menge Beiträge und auch ganze Sendungen rund ums Thema Landwirtschaft und Umwelt und noch viel, viel mehr. Zum Beispiel Serien, Filme, Dokumentationen, Kabarett und Comedy. Also einfach mal reinklicken und durchstöbern. Macht garantiert viel Spaß.